So Leute, 19 Uhr, 23. Dezember. Wie versprochen, komme ich live und gehe live. Das Video werde ich auch dann entsprechend uploaden auf Facebook, Instagram und YouTube. Überschrift des heutigen Videos, erst einmal wunderschönen guten Abend. Überschrift des heutigen Videos ist Thema Impfpflicht bzw. Impfpflicht für Pflegekräfte. Wir warten jetzt erst einmal, bis ein paar Leute live gehen. Währenddessen tue ich euch ein bisschen noch ein paar andere Informationen zukommen lassen, weil es wird heute wirklich brutal spannend werden und es wird total inhaltlich werden. Und zeitgleich werde ich auch auf eure Live-Kommentare, erstmal lieber Marvin, lieben Gruß, werde ich auf eure Live-Kommentare eingehen. Und bis die ersten jetzt erstmal, oh, sind schon ein paar live. Servus Leute, ich grüße euch. So, wir legen uns auch gleich los. Wir kommen uns auch gleich zur Sache. Bevor wir aber zur Sache kommen, ich habe mir heute echt einiges an interessanten Informationen für euch rausgesucht. Zuerst einmal für diejenigen, weil das ja momentan ein großes Thema ist, das Thema Testungen in Pflegeheimen. Es werden bisher waren immer 20 Testungen vom Gesetzgeber erlaubt. Mittlerweile sind es tatsächlich 30 Testungen möglich. Und die Pflegeheime können mittlerweile 4,50 € abrechnen. Das war bis vor kurzem noch 3,50 € pro Testung, weil es ist ja so, dass die meisten Pflegekräfte aktuell ja ihre Bewohnerinnen und Bewohner testen müssen. Es gibt ja auch eine Testpflicht für insbesondere für Ungeimpfte, aber auch für Geimpfte. Ich glaube aktuell, das ist je nach Bundesland abhängig, sind es in Bayern 2 Testungen bei Geimpften und bei Ungeimpften meine ich täglich. Aber ich glaube ja, dass es momentan so ist. Aber bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt gerade eben auch da es sind ständig neue Änderungen und dass ihr da Bescheid wisst, man hat jetzt aktuell die Pauschale von 3,50 € pro Testung auf 4,50 € angehoben. Ich glaube, das geht in die Richtung, dass sogar mittlerweile auch viele Pflegeheimbetreiber mit den Testungen Geld machen werden. Dann geht es weiter. Wir kommen jetzt immer mehr in Richtung Impfpflicht. Also ich tue jetzt hier ein bisschen heute die Spannung aufbauen. Thema Impfpflicht. Der Deutsche Ethikrat hat gestern am 22. Dezember beschlossen, dass entsprechend die Impfungen in der Altenpflege bzw. die allgemeine Impfpflicht, Entschuldigung, Altenpflege, die allgemeine Impfpflicht, dass die wohl okay wäre bzw. möglich wäre. Es gibt zwei Optionen bezüglich der allgemeinen Impfpflicht. Option A, also Impfpflicht für die über 60-Jährigen. Option B, Impfpflicht für die über 18-Jährigen, Stand heute, was diskutiert wird und was auch im Januar im Bundestag entschieden wird. Persönlich, meine persönliche Meinung, ich wäre der Meinung, Stand heute, aus meiner jetzigen Perspektive, wahrscheinlich wäre eine Impfpflicht für über 60-Jährige sinnvoller als wie für über 18-Jährige. Das ist Stand heute meine Meinung, weil das ja häufig ja auch die vulnerableren Gruppen sind. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich unser Land weniger spalten würde. Das ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Und ihr müsst immer wissen, wenn der Ethikrat etwas entsprechend kundtut, dass es dann auch meistens kommt. So, dann geht es weiter, was ich sehr spannend finde. Und deswegen habe ich mich jetzt hier auch, das habe ich jetzt hier auch hier ganz, ganz fett auch hingeschrieben. Thema noch Besuche in Pflegeheimen, weil es ja auch ein großes Thema ist. Besuche von Angehörigen oder aber auch im Krankenhaus, weil es gibt ja faktisch keine großen Unterschiede zwischen Krankenhäusern und zwischen Pflegeheimen bei den Besuchsregelungen. Da gibt es auch entsprechende Neuigkeiten, die ich so in der Art und Weise nicht gewusst habe. Und zwar, wenn also wir testen ja häufig ja die Besucher in Krankenhäusern und in Pflegeheimen. Aber es ist ausdrücklich auch vom Gesetzgeber, insbesondere auch von den Gesundheitsministerien, klar vorgegeben, dass derjenige, wenn er mit einem Test kommt oder mit einem dokumentierten Test kommt, dass das Pflegeheim oder das Krankenhaus denjenigen auch reinlassen muss. Also steht hier ganz klar nach der sogenannten, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, wie diese Verordnung heißt. Die hat so einen coolen, besonderen Namen. Ich glaube, die hab ich woanders hingeschrieben. Die habe ich, glaube ich, bei anderen Dokumenten geschrieben. Macht aber nichts, Leute. Macht gar nichts. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, weil es ja auch immer so ein ganz diskutiertes Thema ist. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum eigentlichen Grund des heutigen Livestreams. Jo. Der heutige Livestream tatsächlich geht hier um das Thema Impfpflicht in der Pflege, beziehungsweise habe ich mir da heute tatsächlich vom Bundesgesundheitsministerium habe ich mir da schicken lassen und wir werden jetzt den kompletten Text, werden wir gemeinsam durchgehen. Ich habe mir eine Stunde Zeit genommen und ich werde tatsächlich dieses Juristendeutsch für unsere Kolleginnen und Kollegen draußen so erklären, dass es auch wirklich auch jeder verstehen wird, was es auf sich hat, was damit gemeint ist. Es wird hochspannend werden und ich persönlich freue mich auch schon, mit euch das jetzt gemeinsam durchzugehen. Und wie gesagt, kommentiert fleißig, ich werde auch dann anschließend auf die Kommentare auch eingehen.
Also auf jeden Fall komme ich erst einmal, bevor ich auf die auf das Schreiben vom Gesundheitsministerium, was mir heute zugeschickt worden ist, ich eingehen werde, möchte ich nur noch mal kurz auf eine Sache hinweisen, die ganz, ganz wichtig ist, gleich vorab, weil die Frage mir schon 100 Mal gestellt worden ist. Ja, Marvin, ich werde es abspeichern, danach auch überall hochladen. Die Frage wurde mir jetzt schon 100 Mal gestellt. Und zwar, es geht darum, dass die Impfpflicht ab dem 15. März 2022 im Endeffekt sehr, sehr schwammige Sache ist. Das heißt, es bedeutet, dass die Einrichtung vor dem 15. Zwei Sekunden, genau, jetzt ganz, ganz wichtig. Also, gleich vorab die wichtigste Frage. Haben Pflegekräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Betretungsverbot der Einrichtung, wenn sie nicht geimpft sind, ab dem 15. März 2022? Nein! Und darauf werden wir heute auch noch eingehen. Das steht sogar ausdrücklich auch in der Verordnung, auf die wir jetzt auch eingehen werden, weil ich glaube, das wird sehr spannend für einige Kollegen und Kollegen werden. Also, erst einmal, ich tue mal eine Sache vorlesen, das ist ganz, ganz wichtig. Sofern der Impf- und Genesungsnachweis oder aber das ärztliche Zeugnis nicht rechtzeitig bis zum 15. März vorgelegt wird, hat die Leitung, also zum Beispiel in meinem Fall, das wäre ich, der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich an das Gesundheitsamt in diesem Bezirk oder das jeweilige Unternehmen, das sich befindet, zu benachrichtigen und die erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln. Das heißt, wenn ihr nicht geimpft seid, bis zum 15. März muss euer Arbeitgeber euch melden. Jetzt aber, dies bedeutet, bei vor dem 15. März 2022 in der Einrichtung tätigen Personen, dass das nicht, ganz wichtig, nicht, nein, also nicht ganz wichtig, dass dies nicht ein sofortiges Tätigkeits- und Betretungsverbot greift. Also die Auslegungssache, dass ihr nicht mehr arbeiten gehen dürft ab dem 15. März, wenn ihr nicht geimpft seid, ist aktuell nicht so. Denn ihr werdet erst einmal noch ein Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen. Und euer Arbeitgeber darf euch nicht so in der Art und Weise, so wie es viele Arbeitgeber aktuell interpretieren, und es steht hier auch ausdrücklich drinnen, das ist ihr ein Schreiben vom BPA, und der BPA vertritt ja insbesondere ja auch häufig ja auch die privaten Arbeitgeber, die ja häufig ja auch bekannt dafür sind, nicht lange zu zimpern, entsprechend. Es ist ausdrücklich hier nochmal beschrieben, dass es nicht so ist und dass ihr noch eigentlich, solange das Gesundheitsamt euch das nicht untersagt, ihr noch weiterarbeiten dürft. So, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, der hier auch entsprechend erwähnt werden muss. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, ergänzend zu diesem Schreiben hat das Staatsministerium für Gesundheit mitgeteilt, dass eine Abweichung von den personellen Anforderungen, ganz wichtig, eine Abweichung von den personellen Anforderungen auch dann möglich ist, wenn die Fachkraftquote aufgrund der am 15. März 2022 geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht kurzfristig unterschritten wird. Das heißt, der Gesetzgeber ist sich bewusst, dass die aktuelle Impfpflicht höchstwahrscheinlich auch einige Pflegefachkräfte aus dem Beruf treiben wird, und er räumt den Betreibern die Fachkraftquote ein, nicht einzuhalten. Das ist eine sehr, sehr interessante Aussage, weil der Gesetzgeber weiß offensichtlich jetzt schon, dass einige Kolleginnen und Kollegen den Beruf verlassen werden. Anders kann man das nicht interpretieren. Also, es ist ja auch alles eine Interpretationsfrage. So, und jetzt zu dem angekündigten Video. Leute, da ist das Ding. Wir werden darauf eingehen. Und es sind genau 16 Seiten, auf die wir eingehen werden, die ich mir auch jetzt hier gerade eben auch schön auch schon raus kopiert habe und wir gemeinsam darauf eingehen werden. Ich werde es euch vorlesen und schreibt in den Kommentaren, wenn ich zu schnell bin, zu langsam bin. Das Video wird hochgeladen, ihr könnt speichern, ihr könnt kommentieren, es soll hier auch interaktiv sein. Ich meine, ich habe hier auch eine Plattform aufgebaut, wo es hier auch im Endeffekt hier auch mal Austausch geht. Also, wir legen los. 21. Dezember 2021. Das Dokument ist genau 2 Tage alt. Vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit. Im Endeffekt gilt es, ist es runtergebrochen auf Bayern, gilt aber für alle Bundesländer, weil es ein Bundesgesetz ist. Leg los. Sehr geehrte Damen und Herren, wir können eigentlich schon mit Punkt 1 angehen. Betroffene Pflegeeinrichtungen oder beziehungsweise betroffene Einrichtungen. Es gilt A für Krankenhäuser, Einrichtungen des ambulanten Operierens, Reha-Einrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen mit denen zuvor genannten Einrichtungen vergleichbar sind, Arztpraxen, humanmedizinische Heilberufe, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das heißt Gesundheitsämter, Rettungsdienste, ganz wichtig, also liebe Grüße gehen raus an Notruf Frankfurt, guter Freund von mir, Sozialpädiatrische Zentren müssten ja für Kinder sein, also sozialpädiatrische Zentren, klar für Kinder,
Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation und Begutachtungs- und Prüfungsdienste. Für diese Berufsgruppen gilt die Impfpflicht. Und Begutachtungs- und Prüfungsdienste ist der MDK. Wir werden jetzt auf die einzelnen Bereiche erstmal eingehen. Habe ich eigentlich auf der ersten Seite irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, Entschuldigung Leute, ich habe was Wichtiges auf der ersten Seite vergessen, ein bisschen konfus, aber ich muss mich jetzt auch, habe sowas so einen Stream auch noch nie gemacht. Wichtig, die Impfpflicht oder das neue Gesetz, das nennt sich das sogenannte, wie heißt dieses Gesetz, einrichtungsbezogene Impfpflicht nach dem Paragraph 20a Infektionsschutzgesetz. Und sie ist befristet bis zum 31.12.2022. Ganz wichtig, das Gesetz oder ja, genau genommen eine Verordnung oder das Gesetz ist befristet bis zum 31.12.2022. Und die bisher erwähnten Einrichtungen, die ich gerade eben erwähnt habe, müssen sich an dieses Gesetz bis dahin halten. So, gut. 1.2. Personen, die in vollstationären Einrichtungen zur Betreuung, Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen arbeiten. Im Bereich der Eingliederungshilfe dazu zählen besondere Wohnformen, das heißt insbesondere Menschen mit Behinderung, andere andere Leistungsanbieter nach Paragraph 60 SGB, ich glaube, das müsste SGB 9 sein, sowie andere vergleichbare tagesstrukturierende Einrichtungen, inklusive der Unternehmen, die von den Einrichtungen beauftragt sind, um die betreute Menschen mit Behinderung zu fördern. Zum Beispiel, hier kam schon die Frage, Fahrdienst zur Werkstatt für behinderte Menschen. Das gleiche gilt aber auch für Notrufkolleginnen und Kollegen. Auch da sind ganz sicher die Fahrdienste auch mit eingeschlossen. Dabei wird bei den Werkstätten für behinderte Menschen auf die Einrichtung insgesamt abgestellt. Somit nicht zwischen Eingangsverfahren bzw. Berufsbildungsbereich einerseits und dem Arbeitsbereich andererseits unterschieden. Okay, eigentlich klar. Auch vollstationäre Einrichtungen, zum Beispiel betreute Wohngruppen für Kinder, Jugendliche mit Behinderung und teilstationäre Einrichtungen, zum Beispiel heilpädagogische Tagesstätten, heilpädagogische Kitas. Also hier möchte man ausdrücklich auch Menschen mit Behinderung schützen. Nicht erfasst, ganz ein wichtiger Aspekt, und das ist auch das, was ich am allermeisten kritisiere. Das ist das, was ich am allermeisten kritisiere, schon bei 1.2. Nicht erfasst werden hingegen Angebote des familienanalogen Wohnens, inklusive Kindertages, Entschuldigung, jetzt habe ich hier, das habe ich mich vorgegriffen, da von den anderen, nee, aber es wird auch noch kommen, wichtig, es wird noch bald der Absatz kommen, dass ausdrücklich ausgenommen die Pflegebedürftigen sind. Das steht noch, es kommt noch, glaube ich, noch. So, jetzt geht's weiter. 1.3. Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die in Ziffer 1.2 genannten Einrichtungen vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich liefern. Zu diesen Unternehmen zählen insbesondere ambulante Pflegedienste der Intensivpflege, das heißt Intensivpflegedienste, Unternehmen, die Assistenzleistungen erbringen. Assistenzleistungen werden ja auch häufig für Menschen mit Behinderung erbracht. Unternehmen, die Leistungen der interdisziplinären Früherkennung und Frühförderung. Das ist ja auch ein großes Thema. Frühförderung geht ja auch wieder in Richtung Kinder. Beförderungsdienste kommt hier wieder. Also ganz klar, diejenigen, die auch die Beförderung machen, müssen auch, für die gilt auch die Impfpflicht. Beförderungsdienste, die für Einrichtungen nach Nummer 2, also das heißt ambulante Pflegedienste, dort behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Personen befördern. Und Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines persönlichen Budgets nach Paragraph 29 SGB 9 Personen für die Erbringung entsprechender Dienstleistungen beschäftigen. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, es gibt ja auch die Möglichkeit im SGB 9, dass Menschen mit Behinderung bei sich zu Hause Menschen beschäftigen. Auch die müssen entsprechend auch geimpft sein. Also auch die Leistungsberechtigten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch hier, das ist glaube ich ein Ausnahmefall, wo auch dann derjenige, der gepflegt wird oder betreut wird, auch geimpft sein muss. Jetzt kommt's aber. Ganz wichtig. 1.4. Ausdrücklich nicht erfasst von der Nachweispflicht Personen, die in den Einrichtungen von den Unternehmen behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht werden. Die Menschen, also so gesehen, die betreut, gepflegt oder behandelt werden, müssen nicht gepflegt, geimpft sein. Ausdrücklich steht hier ganz klar unter 1.4. So. Dann geht's weiter. 1.5. Art und Dauer der Tätigkeit.
Ganz wichtig, weil mir die Frage häufig gestellt worden ist. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das wird jetzt hier auch nochmal bestätigt. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Überhaupt gar keine Rolle. Ob ihr Teilzeit, Vollzeit oder egal was ihr seid. Weil es wird, ich habe bestimmt 200 Fragen bekommen von Müttern. Und das wird sich im Endeffekt mit der, was jetzt kommen wird, im Endeffekt so gesehen, es wird dann, die Frage wird dann obsolet. Also erkläre ich jetzt euch auch. 1.5. Auf ein konkretes Beschäftigungs- und Vertragsverhältnis zwischen den jeweiligen Einrichtungen und der dortigen Person kommt es für die Nachweispflicht nicht an. Also, das ist ein ganz wichtiger Satz. Nochmal, auf ein konkretes Beschäftigungs- oder Vertragsverhältnis zwischen der jeweiligen Einrichtung und der dortigen Person kommt es für die Nachweispflicht nicht an. Das heißt, es ist egal, wie ihr beschäftigt seid, ihr müsst es nachweisen. Ne? Aber gerade bei Müttern, und das kann ich schon mal ein bisschen vorgreifen, oder bei Kolleginnen und Kollegen, die aktuell im Beschäftigungsverbot sind, bei Kolleginnen und Kollegen, die aktuell im Mutterschutz sind oder in Elternzeit sind, weil die Frage mir sehr häufig gestellt worden ist, kann ich euch jetzt schon mal sagen, kommt in den Gesetzestext nicht einmal vor, also wir gehen hier komplett alles durch, es kommt nicht einmal vor. Das wiederum impliziert dann wieder den zweiten Fall, das habe ich auch eingeschrieben. Das bedeutet, ihr müsst erst nachweisen, wenn ihr wieder mit dem Job anfängt. Also das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich bin jetzt aus der Elternzeit beispielsweise ab dem 18. September wieder da und da will ich wieder arbeiten, dann müsst ihr auch am 18. September 2022 auch einen vollständigen Impfschutz nachweisen. Aber jetzt kommen jetzt noch ganz, ganz wichtige Punkte. Der rechtliche Rahmen der Tätigkeit heißt Arbeitsvertrag, Leiharbeitsvertrag, Praktikum, Beamtenverhältnis, etc. sowie die konkreten Tätigkeitsbereiche sind ohne Bedeutung. Spielt egal, was für einen Arbeitsvertrag ihr habt, es gilt für jeden. Praktikant, Leiharbeiter, Arbeitsvertrag, ganz normaler, Beamter, jeder muss es nachweisen. Ist hier ausdrücklich geregelt. Erfasst sind also, jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, weil mich jetzt auch viele gefragt haben, erfasst sind also neben medizinischen Pflege- und Betreuungspersonal einschließlich zusätzlicher Betreuungskräfte, auch ganz wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die zusätzlichen Betreuungskräfte häufig sich nicht impfen lassen wollen, auch dort tätige Personen wie beispielsweise Verwaltung, Hausmeister, Transport und Küchen, Reinigungspersonal, auch Auszubildende, die Frage wurde ich auch aufgestellt, auch Auszubildende. Also liebe Auszubildende, es könnte möglicherweise bei einer Nichtimpfung eure Ausbildung in Gefahr sein. Personen, welche ihren Freiwilligendienst nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst oder dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendienste ableisten, Ehrenamtliche, ganz, ganz wichtig, Praktikanten sowie alle Zeitarbeitskräfte unterliegen einer Nachweispflicht. Also auch in Zukunft für die Pflegeheimbetreiber oder Krankenhausbetreiber, die entsprechend auch Zeitarbeitsfirmen beschäftigen, auch dort müsst ihr von der Zeitarbeitsfirma auch in Zukunft, also ab dem 15. März genau genommen, auch einen Impfnachweis verlangen. Nicht erfasst werden allerdings Personen, die zeitlich nur ganz vorübergehend, jetzt wird es auch interessant, immer diese Schlupflöcher, das sind die, von denen ich gesprochen habe, nicht erfasst werden allerdings Personen, die zeitlich nur ganz vorübergehend, nur jeweils wenige Minuten, nicht über einen längeren Zeitraum und nicht regelmäßig im Sinne von wiederholend in den Einrichtungen und Unternehmen tätig sind, zum Beispiel Warenlieferanten, Postzusteller, wenn dies der Fall ist, richtet sich nach der jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Also das heißt, damit ist gemeint, wenn die länger als irgendwie ein paar Minuten in Einrichtung sind, müsste man es überprüfen. Heißt konkret, also alle, die Krankenhäuser beliefern, mit Briefen oder mit Waren und so weiter, die sind nicht darunter geschlossen. Jetzt kommt der nächste Punkt, auch ein ganz wichtiger Bereich, die sogenannte Nachweispflicht. Erstmal einen Schluck Wasser, weil es ganz schön anstrengend ist. Fällt mir gerade eben auf. 2 Sekunden, Leute. So, weiter geht's. Bereits in den oben genannten Einrichtungen. Die Einrichtungen habe ich hier euch schon aufgezählt. Ich werde auch, wenn der Bedarf besteht, kann ich auch ein paar Screenshots raushauen. Bereits in den oben genannten Einrichtungen oder Unternehmen tätigen Personen müssen der Leitung, das heißt, ihr müsst euren Leitungen, für die ihr arbeitet, der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens bis Ablauf des 15. März 2022 einen der folgenden Nachweise vorlegen. Die Frage wurde mir auch aufgestellt. Was muss ich denn eigentlich vorweisen? Es wird sehr interessant und mit einer sehr interessanten Aussage. Also, Impfnachweis. Im Sinne § 2 Nummer 3 des Covid-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. In der jeweils geltenden Fassung. Aha, Stand heute, geltende Fassung, Impfnachweis ist aktuell heute
Zweifachimpfung. Wird aber, da kommt noch ein Text, es wird wahrscheinlich bald alle 6 Monate auslaufen, das steht hier noch. Genesenen Nachweis, den habe ich bisher in meinem Leben noch nie gesehen. Genesenen Nachweis, also ihr müsst auch Genesenen Nachweis zählt im Sinne von Paragraph 2 des Schutzmaßnahmen Ausnahmeverordnung oder wie es so heißt. Oder es kommt die einzige Lücke, die ich für Pflegekräfte sehe, und das ist auch eine Frage, die mir auch häufig gestellt worden ist. Es gibt in meinen Augen nur eine Möglichkeit, von der Impfpflicht sich befreien zu lassen. Das ist der Punkt Nummer 3, das ärztliche Zeugnis darüber, dass sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Also wir fassen zusammen, aktuelle ein Genesungsnachweis oder ein Impfnachweis, der auch aktuell entsprechend auch akzeptiert wird. Stand heute, das ist eine Zweifachimpfung. Höchstwahrscheinlich wird sich in den nächsten Wochen man sich auf eine Dreifachimpfung einigen. Auch dann wird man erst als vollständig geimpft gelten, so wie ich das interpretiere, Stand heute. Oder ein ärztliches Zeugnis. Das ist Stand heute, was wir im Gesundheitswesen dann ab dem 15. März nachweisen werden müssen. Aber unter 2.3 wird man nochmal auf diesen einen Punkt mit diesen Booster nochmal eingehen. 2.2, Neueinstellungen. Personen, die in den oben genannten Einrichtungen, das heißt also allen Einrichtungen des Gesundheitswesens, ab dem 16.3. tätig werden sollen. Das heißt Neueinstellungen. Das heißt, wenn euer Arbeitgeber, bei mir folgen auch viele Leitungen, wenn jemand Neuen einstellen möchtet, haben der Leitung der jeweiligen Einrichtung des jeweiligen Unternehmens einen der unter Ziffer 2.1 aufgeführten Nachweise, das heißt Genesenennachweis, ärztliches Zeugnis oder Impfnachweis, vor Beginn ihrer Tätigkeit vorzulegen. Ohne Nachweis darf die betreffende Person nicht in der Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt werden und die Tätigkeit nicht aufnehmen. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. 2.2 ist ganz, ganz wichtig. Heißt, es gibt irgendwie einen kurzfristigen Bestandsschutz, damit die Pflegeheime und die Krankenhäuser sich zusammenbrechen. Das wird hier auch schon so ein bisschen eingeräumt. Aber Neueinstellungen, das heißt, ihr könnt faktisch nicht mehr euren Arbeitgeber wechseln, wenn ihr nicht geimpft seid, so, oder irgendwo anfangen. Sofern zwar ein Nachweis vorgelegt wird, dies jedoch offenkundig unecht oder falsch ist, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, erscheint es aus Sicht des Staatsministeriums ebenfalls empfehlenswert, zumindest bis zur Klärung der Sachlage die Person nicht zu beschäftigen bzw. nicht tätig werden zu lassen. Dies ist nicht zuletzt deshalb, weil die Aufnahme der Tätigkeit bzw. der Beschäftigung ohne Vorlage eines entsprechenden Nachweises Bußgeld gewährt ist. Aber auf Bußgeld gehen wir noch ein. Das kommt noch später. So, jetzt kommt das Thema Booster. Das ist ja, was ja auch viele in der Branche ja auch in meinen Augen ja auch zu Recht häufig kritisieren, weil jetzt wird es sehr, sehr, sehr interessant. Denn 2.3, die sogenannte Aktualisierungspflicht. Soweit ein vorgelegter Nachweis ab dem 16.03.2022 seine Gültigkeit aufgrund des Zeitablaufwerts verliert, haben Personen in den oben genannten Einrichtungen oder Unternehmen, die tätig sind, der jeweiligen Einrichtungen oder des jeweiligen Unternehmens innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit des bisherigen Nachweises einen neuen Nachweis vorzulegen. Jetzt zum trockenen Finger. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn ein genesener Nachweis nach 6 Monaten seine Gültigkeit verliert. Das heißt, also mal angenommen, ihr seid Genesene, habt ihr 4 Wochen Zeit, euren Booster, weil nach Genesenen habt ihr die Möglichkeit, ja auch euch boostern zu lassen, entsprechend nachzuweisen, habt ihr 4 Wochen Zeit. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn ein genesener Nachweis nach 6 Monaten seine Gültigkeit verliert oder wenn zeitlich, jetzt kommt der Punkt, zeitlich befristete ärztliche Atteste über das Vorliegen einer medizinischen Kontraindikation vorgelegt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn euer Hausarzt oder jemand anderes, ein anderer Arzt, euch irgendwie sagt, okay, ihr könnt jetzt beispielsweise bis September 2022 nicht geimpft werden, aber vielleicht könntet ihr ab dem 1. Oktober 2022 schon geimpft werden und da habt ihr auch entsprechend 4 Wochen Zeit, euch impfen zu lassen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in der Zeile falsch bin, genau. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, wo bei mir sofort die Ohren geschlackert haben, als ich gelesen habe. Außerdem, jetzt kommt der dritte Punkt, außerdem
kommen etwaige künftige Anpassungen der Schutzmaßnahmenverordnung in Betracht, nach der Impfnachweise ihre Gültigkeit ohne Auffrischimpfung verlieren könnten. Das heißt, der Gesetzgeber lässt sich hier offen, also ausdrücklich lässt der Gesetzgeber hier offen, dass Menschen, die mit Zweifachimpfung, die aktuell noch als vollständig geschützt gelten, höchstwahrscheinlich je nach STIKO-Empfehlung irgendwann nicht mehr als vollständig geimpft gelten. Ne? Und das ist der Wink mit dem Zaun, dass auch Boostern faktisch eine Pflicht sein wird. Also das ist genau der wichtige, ich tue es mal vorlesen, das ist der wichtigste Satz in diesem Kontext. Außerdem kommen etwaige künftige Anpassungen der Schutzmaßnahmenverordnung in Betracht, nach der Impfnachweise ihre Gültigkeit ohne Auffrischimpfung verlieren könnten. Ne? Ganz ein wichtiger Satz, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ja, es ist richtig, also wenn ihr weiterhin in auch im Gesundheitswesen arbeiten möchtet, ohne, also beziehungsweise mit Impfung, werdet ihr euch höchstwahrscheinlich auch weiterhin ständig boostern lassen müssen. Denn mir haben viele geschrieben, die sich ein drittes Mal boostern haben lassen, haben mir viele geschrieben, ja, ich habe mich jetzt ein drittes Mal impfen lassen, boostern lassen, aber ein viertes Mal mache ich auf gar keinen Fall. Das steht hier im Gesetz aber ein bisschen anders drin, also der Gesetzgeber wird es höchstwahrscheinlich von uns verlangen. Also steht jetzt hier schwarz auf weiß, das ist jetzt auch keine Interpretation, es ist schwarz auf weiß. Gut, Leute, dann machen wir weiter. Jetzt sind wir bei Seite 7 von 15. Nochmal ein Schluck Wasser, weil das ziemlich ziemlich anstrengend ist, was ich hier mache. Habe ich noch gar nicht so eine Art Wet. 3.1, Impfnachweis. Ein Impfnachweis ist gemäß Paragraph 2, Punkt Nummer 3 unter der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache. Das heißt, ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, einen spanischen Impfnachweis vorlegen. Finde ich auch interessant. In verkörperter oder digitaler Form. Das heißt, ihr könnt es in verkörperter Form, das heißt mit Buch, oder ihr könnt einfach dieses blaue Nachweis vorweisen. Wenn die zugrunde liegende Schutzimpfung mit einem der mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet und unter der Adresse genannten Impfstoffen erfolgt ist. Stand heute zugelassene Impfstoffe. Stand heute sind Moderna, AstraZeneca, BioNTech und es kommt ja noch dieser Covavax oder so, also dieser Totimpfstoff, der wird auch zugelassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ab Januar wird es wahrscheinlich angefangen, auch damit zu impfen. So, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist. Außerdem müssen seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sein. Das bedeutet, das ist auch nochmal ganz ein wichtiger Aspekt, damit ihr von eurem Arbeitgeber nicht an das Gesundheitsamt gemeldet seid, werdet, müsst ihr euch bis zum 1. März impfen, weil ihr, es dauert 14 Tage, was wiederum zur Folge hat, das würde ja der 15. März und sonst müsst ihr euch euer Arbeitgeber den Gesundheitsamt melden und was das bedeutet, darauf werden wir auch noch gleich kommen, wenn euer Arbeitgeber euch den Gesundheitsamt melden muss. Bei einer genesenen Person besteht die vollständige Schutzimpfung außer einer verabreichten Impfstoffdosis ohne eine daran anschließenden Wartezeit. Nochmal, bei einer genesenen Person besteht die vollständige Schutzimpfung aus einer verabreichten Impfstoffdosis ohne eine daran anschließende... Ah ja, das ist ja interessant. Das heißt, wenn ihr genesen seid und euch danach boostern lässt, dann ist es sofort, das gilt sofort. Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Aha. Eine rechtzeitige Auffrischimpfung ist nach dem derzeitigen Rechtsstand keine Voraussetzung. Ganz, ganz wichtig. Also hier steht, Auffrischimpfung ist nicht unter 3.1 keine, aber unter 2.3 hat man sich offen gelassen. Also das heißt, es wird noch kommen, ganz sicher. Bloß, die wollen natürlich jetzt die Hürden nicht zu hoch setzen bei der Impfpflicht, weil sie wissen ganz genau, wenn wir die Hürden zu hoch setzen, dann gibt es noch mehr Aufschrei. Und das ist im Endeffekt ganz klar eine politische Grund ist dahinter. Das ist eindeutig, Leute. Eine rechtzeitige Auffrischimpfung ist nach dem derzeitigen Rechtsstand keine Voraussetzung für den Erwerb der oder die Aufrechterhaltung eines vollständigen Impfschutzes. Das ist, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. So, 3.2, der genesene Nachweis, den ich im Übrigen noch nie gesehen habe. Ein Genesenennachweis ist gemäß Paragraph 2 Nummer 5 Schutzmaßnahmenverordnung nach einem Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus wieder deutscher,
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter. Das heißt, ihr bekommt, ihr könnt einen Zettel nachweisen oder ihr könnt es auch hier oder digitaler Form, wenn der zugrunde liegende Testung durch ein Labor diagnostisch mittels PCR-Test oder POC-PCR-Test oder weitere Methoden der Nukleinsäure Amplifikationstechnik erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie einem sowie maximal 6 Monate zurückliegt. Eigentlich sind es nur 5 Monate, so wie ich das sehe. Naja, habe ich auch nicht gewusst. So viel zum Thema Genesenen. Ärztliches Zeugnis. Jetzt wird's sehr interessant. Also das ist das einzige Schlupfloch. Ich will um Gottes Willen heute Abend nicht für Schlupflöcher werben. Um Gottes Willen. Also ich will jetzt hier auch nicht falsch interpretiert werden in diesem Livestream, was ich auch später hochladen werde. Aber mich fragen auch viele und ich glaube, die einzige Möglichkeit, weiterhin im Gesundheitswesen tätig zu bleiben, ist im Endeffekt das ärztliche Zeugnis. Aber wie ich schon in einem anderen Livestream prophezeit habe, wird das ärztliche Zeugnis eine ziemlich hohe Hürde haben. Ärztliches Zeugnis über medizinische Kontraindikation. Jetzt wird's interessant. Ein ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Person aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden kann, muss bei Vorlage gegenüber der Einrichtungen Angaben zur zeitlichen Dauer, also ich habe ja schon gesagt, es werden Hürden eingebaut, Angaben zur zeitlichen Dauer der Kontraindikation, nicht aber Angaben zum medizinischen Grund der Kontraindikation aufweisen. Interessant. Also, es muss also entweder dauerhaft, also zum Beispiel, ihr könnt dauerhaft nicht geimpft werden, oder ihr könnt beispielsweise nicht geimpft werden für 3 Monate, weil, keine Ahnung, ihr 3 Monate lang wahrscheinlich eine Blutgerinnungsstörung haben werdet. Nur als Beispiel, jetzt tut jetzt irgendwas jetzt hier erfinden, damit ihr auch versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ärztliche Zeugnis muss feststellen, dass die betroffene Person aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden kann. Also im Endeffekt kann euch Stand heute, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt oder könnt oder ich tue jetzt mal bewusst diese Worte in meinen Mund nehmen, der Einzige, der euch Stand heute, so wie ich das interpretiere, da rausholen kann, ist ein Arzt mit einem entsprechenden ärztlichen Zeugnis. Bei der Ausstellung eines ärztlichen Zeugnisses hat der Arzt mit der notwendigen Sorgfalt, jetzt wird es aber interessant, weil den Ärzten werden natürlich auch, die werden auf die Finger der Ärzte schauen, da können Sie aber ganz, ganz sicher sein. Nochmal, bei der Ausstellung eines ärztlichen Zeugnisses hat der Arzt mit der notwendigen Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen seine ärztliche Bezeugung auszusprechen. Ist sehr interessant. Also hier tut der Gesetzgeber den Arzt schon mit dem Wink mit den Zaufern machen, lieber Arzt, mach deinen Job gescheit, meint der Gesetzgeber hier eindeutig. Der Arzt darf insbesondere nicht bescheinigen, was er nicht selbst wahrgenommen hat. Ey, dass man sowas erwähnen muss, das bedeutet, der Gesetzgeber sagt ganz klar, lieber Arzt, schau den Patienten an, du musst es wahrnehmen. Das heißt, du brauchst irgendwas schwarz auf weiß von deinem Patienten, damit du auch irgendwas ausstellen kannst. Also tut der Gesetzgeber hier nochmal ganz klar untermauern. Also wie ich euch gesagt habe, die Hürden bei den Ärzten und die Ärzte, die auch da wirklich, sag ich jetzt mal, Larifari mit umgehen werden, das tue ich stark bezweifeln, denn das ist ja schon eine Aussage, dass jemand nicht geimpft werden darf. Und um Gottes Willen, es gibt sehr, sehr viele Kontraindikationen. Ich will mich jetzt hier nicht als Impfexperten darstellen, aber wenn logischerweise jemand aufgrund einer Diagnose, die er hat oder irgendwas da ist, da auch nicht geimpft werden kann, dann muss das logischerweise der Arzt auch entsprechend ausstellen. Und dann mit diesem Nachweis ist man faktisch freigestellt. Es gilt wie eine Impfung oder es gilt wie ein Genesenennachweis. Also Leute, so, gibt hier eben währenddessen noch coole Kommentare, auf die ich eingehen sollte. Ich schau mal kurz, Leute. Es ist kein Totimpfstoff, es ist ein Proteinimpfstoff. Tot sind alle derzeitigen, okay. Ja, zumindest das, was ich gelesen habe. Menschen, okay, alles klar. Dann machen wir weiter hier, Leute. Erstmal einen Schluck Wasser, dann gehen wir auf 3.4, zweite Kühlchen. So. Jetzt wird es wieder interessant. Jetzt geht's weiter. 3.4. Nicht Vorlage von Nachweisen sowie Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit von Nachweisen. Das heißt konkret so, entweder wenn ihr nicht nachweist, dass ihr geimpft seid, oder wenn die Nachweise, die ihr vorgelegt habt, wahrscheinlich gefaked sein könnten. Hier kommt eine Zwischenfrage, wie ist es mit Auszubildenden? Auszubildende müssen sich auch impfen lassen. Ausdrücklich, steht ganz klar drin, habe ich ganz am Anfang gesagt. Das Video werde ich hochladen, das werden Sie noch sehen. Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich das Gesundheitsamt in dessen Bezirk
sich die jeweilige Einrichtung befindet oder das jeweilige Unternehmen befindet, darüber zu benachrichtigen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, als Leiter einer Pflegeeinrichtung, dass das, was mir der Kollege vorlegt, fake ist, muss ich sofort melden. Und das empfehle ich auch hier allen Leitungen, weil es gibt brutale Bußgelder. Genau. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch das richtige Wortlaut dafür nehme. Zwei Sekunden, Leute. Und dem Gesundheitsamt die erforderlichen personenbezogenen Daten zu übermitteln. Nach Paragraph 20, oder da gibt es wohl ein paar Sachen, die man damit übermitteln, da muss wahrscheinlich Wohnort, Alter, Straße und so weiter. Gleiches gilt bei Bestandskräften, wenn der Nachweis nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig, etwas interessant, nochmal, ganz wichtiger Satz. Gleiches gilt bei Bestandskräften, das gilt genau für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Gleiches gilt bei Bestandskräften, wenn der Nachweis nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig, und den Nachweis müsst ihr bis zum 15.3. bringen, vorgelegt wird. Also das heißt, der Gesetzgeber macht es den Arbeitgeber, der macht es uns ein bisschen einfach. Wir müssen intern jetzt Daten erfassen, als Arbeitgeber, wer ist bei uns geimpft und wer ist nicht geimpft, und die nicht geimpft müssen wir melden. So, ganz einfach. Das ist der ganz einfache Vorgang, auch der kurzgefasste Vorgang. Bei Neueinstellungen führt die Nichtvorlage eines Nachweises hingegen zu einem Beschäftigung- und Tätigkeitsverbot. Wie ich euch schon vorhin gesagt habe, habe ich es exakt genau richtig interpretiert. Das heißt, die Bestandskolleginnen und Kollegen haben irgendwie noch einen Schutz, weil die, das haben sie aber auch deshalb gemacht, das weiß ich ganz genau, die haben es deshalb gemacht, weil sie nicht wollen, dass die Pflegeheime und die Krankenhäuser zusammenbrechen. Deswegen hat man da auch so ein bisschen, wie ein Dämpfer, hat man so Dämpfer eingebaut, dass man hier auch zumindest noch die Dienste abdecken kann, weil der Gesetzgeber weiß ganz genau, und das tut man hier auch ganz klar herauslesen, dass ja auch ganz klar im Gesetzgeber es klar ist, dass auch einige Kolleginnen und Kollegen aufgrund dieser Regeln wahrscheinlich aus dem Beruf austreten werden. Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises können sich etwa darauf ergeben, dass die Unterschrift auf dem vorgelegten ärztlichen Attest fehlt. Das ist interessant. Das heißt, wenn ihr euren Arbeitgeber einen Attest vorlegt ohne Unterschrift, aber wer macht denn sowas? Aber okay. Dass die Unterschrift aus dem vorgelegten Attest fehlt oder gewisse Muster gehäuft auftreten. Zum Beispiel, mehrere Mitarbeiter denselben Einrichtung haben Atteste von demselben Arzt, der seinen Sitz aber an einem weiter entfernten Ort hat. Damit ist gemeint, wenn ihr bei euch im Pflegeheim oder im Krankenhaus als Pflegedirektor oder als Pflegeheimleiter euch auffällt, dass ihr 7 ärztliche Atteste bekommt von einem Arzt, der 40 Kilometer entfernt ist. Das ist sehr auffällig und das müssen wohl die Pflegeheime und die Krankenhäuser auch umgehend auch dann den Gesundheitsamt melden, weil das Gesundheitsamt dann der Sache nachgehen wird. Paragraph 20 Infektionsschutzgesetz eröffnet den obersten Landesgesundheitsbehörden die Möglichkeit, abweichende Meldewege für die Meldepflichten der Einrichtungen bzw. Unternehmensleitungen festzulegen. Derzeit bestehen noch keine. Nein, das verstehe ich nicht ganz. Das muss ich nochmal. Paragraph 20 des Infektionsschutzgesetzes eröffnet den obersten Landesgesundheitsbehörden die Möglichkeit, abweichende Meldewege für die Meldepflichten der Einrichtungs- bzw. Unternehmensleitungen festzulegen. Das verstehe ich nicht ganz. Also diesen Absatz verstehe ich nicht. Damit ist wahrscheinlich gemeint, so wie ich es interpretiere, irgendwie, dass da vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, es zu melden. Derzeit bestehen jedoch keine Pläne diesbezüglich. Ja, dann gibt es Punkt 4, Datenschutz. Jetzt wird es aber auch interessant. Datenschutz ist in Deutschland ein großes Thema. Bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind die Vorgaben des Datenschutzrechts zu beachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Verarbeitung der vorgelegten Nachweise bzw. die ärztlichen Zeugnisse durch die Einrichtung bzw. Unternehmen im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses, Beschäftigungsverhältnissen kann, soweit sie nicht bereits nach Paragraph 1 zulässig ist, gestützt werden. Die Pflicht der genannten Einrichtungen und Unternehmen nur mit Impf- oder Genesenennachweis von ärztlichen Zeugnis über das Vorlegen einer Kontraindikation tätig zu sein, stellt eine gesetzliche Tätigkeitsvoraussetzung dar und damit eine rechtliche Pflicht aus dem Arbeitsrecht im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Das heißt, damit ist gemeint so, also Kurzfassung, damit ist gemeint, ganz ehrlich, Real Talk, dass im Endeffekt das hier, das was hier gemacht wird, auch vom Datenschutz im Endeffekt auch gedeckt ist, so. Weil wahrscheinlich hätten wir uns auch ein paar ganz, ganz Schlauberge auch in der Aussage kommen können, aber ich will meine Daten nicht preisgegeben werden. Nee, das tut der Gesetzgeber hier mal ganz klar schon mal schön rausnehmen, weil es wohl hier eine sogenannte Tätigkeitsvoraussetzung ist. Das ist das wichtigste Wort in diesem Kontext, die Tätigkeitsvoraussetzung. Der Gesetzgeber tut das Vorschreiben, was die Voraussetzung der Tätigkeit ist, die auch dementsprechend ausgeführt werden kann. Eine über die Nachweise bzw. ärztlichen Zeugnisse hinausgehende Verarbeitung von Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel den Grund, aus dem sich eine Kontraindikation ergibt, ist nicht zulässig.
Den Satz muss ich nochmal lesen, verstehe ich nicht ganz. Den Satz nochmal ganz kurz, Leute, weil wir wollen ja heute gemeinsam das ganze Gesetz durchgehen. Eine über die Nachweise bzw. ärztlichen Zeugnisse hinausgehende Verarbeitung von Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel dem Grund, aus dem die Kontrolle, natürlich, damit ist gemeint, das ist logischerweise, warum derjenige nicht geimpft werden kann, es geht jetzt Gesundheitsdaten nichts an und das ist auch richtig so. Nach § 22 sind angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung und Interessen der betroffenen Personen vorzusehen. Okay. Da die Vorlagepflicht für Immunisierungsnachweise gegenüber den Einrichtungen bzw. dem Gesundheitsamt bis zum 31.12. befristet ist, müssen für diesen Zweck auch die verarbeiteten Daten spätestens dann auch früher gelöscht werden. Aha! Aha! Das heißt, wenn der Gesetzgeber auf die Idee kommen sollte, die Impfpflicht fallen zu lassen, ne? Was der Fall ja irgendwann sein könnte, wenn vielleicht irgendwann alle geimpft sind, ich meine mal irgendwelche Fallbeispiele, dann müsste wahrscheinlich auch der Gesetzgeber die Daten die aufgenommen hat von den Kolleginnen und Kollegen, die geimpft sind, auch irgendwann löschen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das habe ich nicht gewusst. Genau, auch gelöscht werden. In jedem Fall dürfen die Daten nur so lange gespeichert werden, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, auch erforderlich sind. An der Erforderlichkeit wird es regelmäßig fehlen, wenn zum Beispiel die Tätigkeit in der oben genannten Einrichtung und Unternehmen endgültig abgeschlossen ist. Damit ist auch gemeint, wenn der Kollege kündigt, dann muss auch gelöscht werden. So, das würde ja bedeuten, dass die Arbeitgeber die Kündigung des Kollegen auch melden müssen. Ist eine Datenverarbeitung im Rahmen des § 20 Infektionsschutzgesetzes nicht mehr erforderlich, sind die Daten unverzüglich zu löschen. Schreibt auch hier ganz klar. Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Arbeitgeber die weitere Verarbeitung ausnahmsweise auf eine andere Rechtsgrundlage stützen kann. Darunter ist gemeint die Arbeitsschutzverordnung. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Soweit die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens, die das Gesundheitsamt darüber benachrichtigt, dass ein Nachweis nicht vorgelegt wurde oder Zweifel, jetzt wird's interessant, oder Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des Nachweises bestehen und dem Gesundheitsamt personenbezogenen Daten übermittelt, erfolgt die Datenübermittlung und Vorbereitung insoweit auf Grundlage von § 9. Damit ist gemeint, also das heißt im Endeffekt, wir dürfen als Arbeitgeber die Daten übermitteln, wenn wir irgendwie die Meinung haben, wenn beispielsweise das Ding gefälscht sein könnte oder hier irgendwas nicht passt. Also faktisch ist es vom Datenschutz her ist damit gemeint, dass es auch passt. Genau. So, dann geht's weiter. Ein Schluck Wasser ist ziemlich anstrengend. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mal hier so, das habe ich auch noch nicht gemacht, so eine Art von Stream. So. Punkt 5. Beteiligung der Gesundheitsämter. Ja, yes. Na, da geht's aber noch weiter. Hier müssen wir aufpassen. Wie Seiten haben wir noch? Da habe ich falsch gemacht. Sind noch genau, auch für euch Leute, es sind noch 3 Seiten. Es ist eigentlich überschaubar. Und danach geht es dann auch in die Diskussion. Da kommt auch der wichtigste Punkt, auch mit dem Betretungs- und Tätigkeitsverbot noch. So. Genau, Seite 11 sind wir jetzt. Die oben genannten Einrichtungen tätigen Personen haben den Gesundheitsamt und dessen Bezirk sich jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, die nach auf Anforderung eines Nachweises. Ja, okay. Eine Anforderung des Gesundheitsamtes kann beispielsweise erfolgen, wenn die Leitung einer Einrichtung eines Unternehmens das Gesundheitsamt benachrichtigt. Aber auch unabhängig hiervon können Stichprobenkontrollen etwa im Rahmen von... das habe ich auch nicht gelesen. Nochmal. Aber auch unabhängig hiervon können Stichprobenkontrollen etwa im Rahmen von Hygiene- und Betriebskontrollen erfolgen. Ganz wichtig, liebe Arbeitgeber und Leitungen draußen, kommt bitte nicht auf die Idee, Leute als geimpft zu melden, denn es wird wahrscheinlich bei der nächsten Heimaufsichtsprüfung, weil bei den meisten Heimaufsichtsprüfungen kommt ja meistens das Gesundheitsamt mit und ich bin mir sicher, in den nächsten 2 Prüfungen, nächsten 2 Jahren werden sie immer schön nach den Impfnachweisen der Kolleginnen und Kollegen nachfragen. Da bin ich mir 100% sicher. Genau der Satz, der ist es. Nochmal. Aber auch unabhängig hiervon können Stichprobenkontrollen etwa im Rahmen von Hygiene- oder Betriebskontrollen erfolgen. Die werden ganz, ganz sicher in den nächsten Prüfungen der Einrichtungen werden das überprüfen. Jo, jetzt wird's interessant. Ermittlungen durch das Gesundheitsamt. Ich habe euch vorhin gesagt, wenn ihr bis zum 15. März die Impfung nicht nachweisen könnt, wird das Gesundheitsamt gegen euch ermitteln. Und das fängt jetzt in diesem Punkt hier an. Besteht ein Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des Gesundheitsamt vorgelegten Attestes über das Vorliegen einer medizinischen Kontraindikation, kann das Gesundheitsamt auf die erneute Vorlage eines Attests verlangen. Das heißt, wenn die der Meinung sind, dass ihr den Schmarrn da vorgelegt habt, dann wollen die nochmal ein neues haben.
Dieser Test darf sich dann nicht darin erschöpfen, den Gesetzeswortlaut zum Bestehen einer medizinischen Kontraindikation zu wiederholen, sondern muss wenigstens solche Angaben zum Art der Kontraindikation enthalten, die das Gesundheitsamt in die Lage versetzen, das ärztliche Zeugnis auf Plausibilität hin zu prüfen. Aha, okay, eigentlich selbsterklärend. Sofern ein solcher Test nicht vorgelegt wird oder weiterhin Zweifel bestehen, kann das Gesundheitsamt eine ärztliche Untersuchung dazu anordnen, ob die betroffene Person aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Covid geimpft werden kann. Aha, das Gesundheitsamt kann sogar nochmal hier einen Arzt anordnen. Das heißt, da wird ein Arzt vom Gesundheitsamt euch überprüfen. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, Leute. Aber ich glaube, der Einzige, der euch hier in die Pfanne hauen könnte, wäre euer Arbeitgeber. Nur so am Rande. Also ich glaube nicht, dass das Gesundheitsamt von sich aus also auf die Idee kommt, die ärztlichen Zeugnisse in Frage zu stellen. Ich glaube, der Einzige, der euch hier in die Pfanne hauen könnte, aus meiner Perspektive Stand heute, ist der Arbeitgeber, so wie ich das sehe. Hierbei sollte bei der Anordnung die Untersuchung des durchzuführenden Arztes konkret nochmal. Hierbei sollte die Anordnung, den die Untersuchung des durchzuführenden Arztes konkret bestimmen. Aha. Es kann sich um niedergelassene Haus- oder Fachärzte handeln. Ziel ist eine mögliche objektive, das heißt, das Gesundheitsamt wird durch einen Arzt checken, heißt es. Ziel ist eine möglichst objektive Beurteilung des Vorliegens einer medizinischen Kontraindikation zu erhalten, aufgrund derer nicht gegen das Covid geimpft werden kann. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen sind durch die anordnende Stelle, also durch die anordnende Stelle. Das heißt, wenn das Gesundheitsamt auf die Idee kommt und sagt, Leute, euer Impfen, euer ärztliches Attest, das passt nicht und müsst ihr nicht die Kosten tragen. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst nicht die Kosten tragen. So, 5.3, einer der mit wichtigsten Punkte, der jetzt kommen wird. Hey, kannst du das Gelesene öffentlich zum Nachlesen zeigen? Ja, kann ich machen. Kann ich machen, Leute. Ja, werde ich machen. Ich schaue da noch ein Posting raus. Ferner kann das Gesundheitsamt einer Person, die trotz der Anforderungen durch das Gesundheitsamt keinen Nachweis innerhalb der angemeldeten Frist, jetzt kommt genau der Punkt nochmal, ferner kann das Gesundheitsamt einer Person, die trotz der Anforderungen durch das Gesundheitsamt keinen Nachweis innerhalb der angemessenen Frist vorgelegt und der Anordnung einer ärztlichen Untersuchung nicht Folge leistet, untersagen, dass sie den Betrieb in der oben genannten Einrichtung oder eines oben genannten Unternehmens dienende Räume betritt. Oder in einer solchen Einrichtung, einem solchen Unternehmen tätig wird. Jetzt wird's interessant. Nochmal. Wenn ihr am 15. März, wird ihr euer Arbeitgeber euch melden, wenn ihr nicht geimpft seid. So, dann wird das Gesundheitsamt euch erst einmal anschreiben und euch sagen, liebe Damen und Herren, bitte zeigt uns euren Impfnachweis. Und dann wird es wahrscheinlich erst einmal zu einem Schriftverkehr kommen. Aber tut euch darauf nicht ausruhen, weil es geht hier um das Betretungs- und Tätigkeitsverbot. Das werdet ihr nicht mehr haben. Also das heißt, ihr werdet zwar ins Pflegeheim weitergehen können oder ins Krankenhaus, aber euer Arbeitgeber, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, wird euch ab dem 15. März nicht mehr bezahlen. Das heißt, das haben die ganz schlau gemacht, also ihr werdet euer Geld nicht mehr bekommen. Ihr dürft auch weiterhin arbeiten, ne? Aber ihr werdet kein Geld bekommen. Also von daher, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Aussagen, die getroffen worden sind, dass ihr einfach nicht mehr ins Pflegeheim kommen dürft, das stimmt nicht. Also Betretungs- und Tätigkeitsverbot kann nur vom Gesundheitsamt, das steht hier ausdrücklich, gestellt werden. Und leider Gottes hat das Gesundheitsamt, also das heißt leider Gottes, also es ist so in dem Kontext, hat man sich hier auch eine Mauer eingebaut. Ihr könnt nicht einfach jetzt auf die Idee kommen, okay, natürlich den Arbeitgeber wechseln. Nee, weil ihr dürft auch ohne Nachweis nichts mehr anfangen. Also das ist echt schlau gemacht. Von dieser Möglichkeit sollte mit Hinblick auf den Schutzzweck der Regelung öffentlicher Gesundheitsschutz und Schutz vulnerabler Personengruppen vor einer Covid-Erkrankung in der Regel auch Gebrauch gemacht werden. Die Versorgung der in den Einrichtungen oder Unternehmen behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen muss aber in jedem Fall, jetzt wird es sehr interessant, den Absatz muss man nochmal lesen, nochmal. Die Versorgung der in den Einrichtungen und Unternehmen behandelten Personen, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen muss aber in jedem Fall noch gewährleistet bleiben. Jesus Maria, was ist das für ein Satz? Das heißt, im Endeffekt räumt der Gesetzgeber auch hier nochmal ein Schlupfloch ein. Wenn der Pflegeheim gar kein Personal mehr hat, dann dürfen noch Ungeimpfte arbeiten. Das ist damit gemeint. Ganz, ganz wichtig. Der Absatz ist ganz, ganz wichtig. Es dürfen auch Ungeimpfte arbeiten, bevor gar kein Personal mehr da ist. Interessant.
Aufgrund dieser Möglichkeit, ein Betätigungs- genau. Soweit das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Internetseite einen Lieferengpass zu allen Impfstoffen mit einer Komponente gegen das Coronavirus, die für die In-Verkehr-Bringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind, bekannt gemacht hat, ist von entsprechenden Untersagungen abzusehen. Aha. Bedeutet auch, es kann sein, wenn wir jetzt Lieferengpässe bekommen sollten und ihr euch impfen lassen wollt und es momentan nicht möglich ist, euch zu impfen, dass möglicherweise auch der Gesetzgeber hiervon absehen wird. Wird er aber nicht, weil die Arbeitgeber euch ab dem 15. März nicht mehr bezahlen werden. Ich kann es euch jetzt schon ganz, ganz sicher prophezeien. Ich weiß, ich bin Arbeitgeber, ich denke zwar nicht wie Arbeitgeber, weil ich bin immer noch Pflegekraft geblieben, deswegen mache ich auch das, was ich hier mache, aber ich weiß, wie Arbeitgeber denken, also das wird jetzt darauf hinauslaufen. Punkt 6. Ordnungswidrigkeiten. Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Benachrichtigung des Gesundheitsamtes nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt, damit sind wir gemeint, aber auch dann ihr, weil ihr müsst ja auch dann im Gesundheitsamt arbeiten, also wenn ihr euch nicht geimpft habt und auch es nicht nachweisen könnt, müsst ihr dem Gesundheitsamt ja antworten. Nochmal, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Benachrichtigung des Gesundheitsamtes nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, das Wichtigste ist rechtzeitig, vornimmt oder dem Gesundheitsamt einen Nachweis trotz Aufforderung nicht oder nicht richtig oder nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € belegt werden. Gleiches gilt, wenn gegen ein angeordnetes, das heißt, wenn ihr in ein Pflegeheim oder ins Krankenhaus reingeht, gleiches gilt, wenn gegen ein angeordnetes Betretungs- und Tätigkeitsverbot verstoßen wird oder trotz fehlendem Nachweis eine Tätigkeit aufgenommen wird. Heißt konkret, wenn ihr weiterarbeitet und euer Arbeitgeber euch weiterhin bezahlt und ihr auch weiterhin Geld bekommt, muss euer Arbeitgeber und wahrscheinlich ihr beide zusammen 2.500 € zahlen. Für Rückfragen könnt ihr Fragen an das Staatsministerium für Gesundheit stellen. 13 Seiten, Leute. Das war jetzt wirklich 50 Minuten Gesetzestext und aktuelle Änderungen im Gesundheitswesen. Ich werde es auch nochmal später nochmal separat hochladen. Genauso wie dieses Video werde ich auch nochmal hochladen. Jetzt gehen wir mal die letzten 10 Minuten, die ich noch ein bisschen hier live bin, gehen wir jetzt nochmal auch auf die Live-Kommentare ein. So macht die Impfpflicht ja wenig Sinn, wenn bewusst solche Lücke ist. Schließlich gibt es hier überall Personalmangel. Ja, also wie gesagt, der Gesetzgeber hat es sich ausdrücklich hier offen gelassen. Die Dienste in den Einrichtungen müssen abgedeckt werden. Wenn sie nicht abgedeckt werden können, habe ich das Gefühl, so rausgelesen zu haben, dass im Endeffekt auch hier wahrscheinlich noch ungeimpftes Personal arbeiten könnte. So tue ich es interpretieren. Hilft nur Krankengeld. Auch Krankengeld wird euch wahrscheinlich nicht schützen, beziehungsweise was heißt schützen, aber Krankengeld ist ja meines Wissens nach nur 67% und Pflegekräfte sind ja auch im Endeffekt ja keine Topverdiener. Es ist jetzt nicht so, dass Pflegekräfte 50.000 im Jahr verdienen, also vielleicht gibt es da ein paar, aber nicht viele, sondern die meisten eigentlich eher im Normbereich sind und mit 67% Krankengeld, die mir übrigens auch noch versteuert werden müssen, wird man sicherlich sehr sehr, sehr schwer Familien ernähren können. Hey, kannst du bitte das gelesen öffentlich machen? Ja, werde ich machen. Schwester Chicky, bitte, dass sie dennoch keine Einsicht hat. Verstehe ich nicht. Datenschutz, aber welche Möglichkeiten gibt es, wenn es inhaltliche Zweifel an der Echtheit des Attestes gibt? Das habe ich auch vorgelesen. Die Möglichkeiten, wenn es Zweifel an der Echtheit des Attestes gibt, scheint wohl so der Fall zu sein, dass das Gesundheitsamt ein erneutes Attest, also wir als Arbeitgeber andersrum, wir als Arbeitgeber müssen es dem Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt wird dann denjenigen auffordern, ein neues ärztliches Attest vorzubringen von einem Arzt, den das Gesundheitsamt auch beauftragt hat. Also nicht der Arzt, den derjenige selber ausgewählt hat, so das Gesundheitsamt sagt, wir schicken den zum Arzt XY, weil wir den meinen, der ist objektiv und der wird dann ein entsprechendes Attest ausstellen. Genau, mal weiter. Wir haben gerade den Mann einer Kollegin beerdigt, beide in der Klinik tätig, beide Corona-Leugner, Impfgegner, gestern den Mann zu Grabe getragen, Mitte 50, weiterhin mein Beileid, ganz schlimm. Also erst bis zum 31. verstehe ich nicht ganz. Dann mal weiter. Genau, Zahn direkt gezogen. Okay. Fax, kurz gesagt, wenn ein Fake auffällt, Fax, Telefon, Mail. Exakt. Ja, das ist auch damit wahrscheinlich gemeint, Pflegeberatung, Hasenbank. Das ist damit gemeint. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also gesonderte Wege. Das heißt, es wird sicherlich auch telefonisch möglich sein, die Kollegen vom Gesundheitsamt darüber zu informieren. Auszubildende fallen auch unter die Pflicht. Ja, tun sie, habe ich auch schon gesagt. Es fallen alle, die ins Pflegeheim reingehen, auch Praktikanten, auch Ehrenamtliche, auch Bustis, auch FSJler, alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, Hausmeister, also alle, Verwaltung, jeder Mensch ist von der Impfpflicht impliziert.
Genau, jetzt sind noch ein paar Fragen aufgestaucht. Es ist kein Tod im Stoff, es ist ein Protein im Stoff. Okay, Leute, auf das Thema will ich gar nicht eingehen. Hauptnerv, ich bin dreifach geimpft. Ich frage mich bloß, ob Kontraindikation Panik gilt. Das ist interessant. Ich bin dreifach geimpft. Ich befrage mich bloß, ob Kontraindikation Panik gilt. Das könnte in meinen Augen, ich glaube, es könnte durchgehen. Ich glaube, es könnte durchgehen. Wenn ihr mich persönlich so fragt, ja. Also Angst vor etwas zu haben, glaube ich, sollte sicherlich möglich sein. Meine Meinung. Gutes Gesetz, endlich wird man eine klare Kante gegen die Unverantwortlichkeit einzelner Pflegender gezeigt. Das ist deine persönliche Meinung, okay. Habe morgen bis Montag 4 Tage früh keine Lust. Okay. Hat das nichts mit der Sache zu tun? Schauen wir auf die Fragen nochmal kurz hier. Keine Frage, aber ich danke Ihnen immer für die Informationen, gerne. Ich wünsche dir und deiner Familie, Dankeschön, geiler Livestream, sehr cool, so Leute. Jo, alles klar, also es war echt ein Hammer Livestream gewesen. Wir haben echt hier ständig zwischen 40 und 50 Personen gehabt, sehr cool. Leute, ich würde sagen, also wenn ihr noch ein paar Fragen habt zu diesem Dokument hier, was ich auch nochmal später nochmal separat veröffentlichen werde. Also ich glaube, ich habe es jetzt auch für euch ziemlich umfassend auch erklärt, dieses Dokument. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne. Ich warte noch ein paar Minuten, so ein bisschen Wasser getrunken. Jetzt habe ich echt einen trockenen Hals. War wirklich so, anstrengend. Weil man muss ja denken, reden und euch auch bei Laune halten. Ne? Bitte beantworten. Ja klar, stell mir bitte die Frage. Soll man jetzt die Kündigung bis zum 15.03. akzeptieren? In meinen Augen würde ich als Arbeitnehmer, das ist ja meine persönliche Meinung, und wichtig ist hier keine Rechtsberatung, das ist ja hier, ich mache hier einen V-Log und ich gehe auf Themen ein, auch auf die ich aus meiner privaten Sicht als Manager auch eingehe. Ella wird, soll ich jetzt die Kündigung bis zum 15.03. akzeptieren? Ich würde sie nicht akzeptieren, ich würde definitiv zum Anwalt rennen und würde mit einer Kündigungsschutzklage dagegen klagen und würde auf eine Abfindung drauf mich einigen lassen. Also ich würde es so machen. Also meine Frage, also ihr fragt mich, ich bekomme meine private Meinung zu diesem Thema. Also ich würde definitiv eine Kündigungsschutzklage einreißen, weil auch wenn der Arbeitgeber mit einer personenbedingten Kündigung droht, das Recht gilt ja erst ab dem 16.03. und wenn er dich jetzt schon kündigt, ist es schon sehr, sehr weit hergeholt, meiner Meinung. Also Arbeitgeber, die jetzt ihre Kolleginnen und Kollegen kündigen, tun in meinen Augen sich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Sehr weit aus dem Fenster lehnen. Weil jetzt gibt es noch keine Grundlage. Das gilt ja erst ab dem 16.03. Also meine arbeitsrechtliche Interpretation der Welt. Also ich würde definitiv sofort dagegen vorgehen, würde mindestens eine Ding rausholen. Bei so einem Arbeitgeber müsst ihr im Endeffekt nicht arbeiten, ne? Der dich ja jetzt schon kündigt. Was ist denn das für eine Art und Weise? Da würde ich definitiv auf eine Kündigungsschutzklage hinausgehen und mit mir eine Abfindung holen. Und da wird euch jeder normale Arbeitsrichter sicher auch recht geben und auch entsprechend auf einen Vergleich hinausgehen und ihr werdet Kohle bekommen. Krankenversicherung, bitte beantworten. Krankenversicherung, ja, das wird kommen. Auch ganz wichtig, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist meine Interpretation. Wenn ihr ab dem 15. März nicht mehr bezahlt werdet, müsst ihr eure Krankenversicherung selber tragen, weil ihr seid ja nicht arbeitslos. Ihr habt hier einen ruhenden Arbeitsvertrag. Also ihr habt einen Arbeitsvertrag, aber ihr werdet ja nicht bezahlt. Also werdet ihr wahrscheinlich, also so wie ich es interpretiere, ab dem 16. März wahrscheinlich eure Kranken- und eure Sozialversicherungsbeiträge selber bezahlen müssen. Ne? Vielen Dank für die Info, sehr gerne. Sind 2 Impfungen oder brauche ich schon mal? Aktuell, Fräulein Zwang, braucht man nur 2 Impfungen, steht auch ausdrücklich so drinnen, habe ich auch vorhin gesagt, aber ich habe auch später noch hochladen. Ne? Aber von den Bewohnern und den Pflegeheimen wird keine Impfung oder ähnliches verlangt, dabei sollen diese ja geschützt werden. Das ist ja auch die Doppelmoral, die ich auch finde, was ich nicht gut finde. Also ich habe es immer gesagt, wenn dann, ich habe es auch vorhin gesagt, ich habe es nochmal ausdrücklich gesagt, also wenn es eine Impfpflicht noch kommt, eine allgemeine, dann bitte für auch für die Ü60-Jährigen, weil die meisten, zumindest die meisten in den Krankenhäusern, sondern die meisten auch in den Pflegeheimen leben, sind ja auch 60. ALG Hartz IV gibt es immer laut meinem Jobcenter, aber auch keine Sperre vom ALG. Ich bin mir sicher, dass hier kommt die Sperre, weil die Kündigung wahrscheinlich in den eigenen Verschulden sein wird, das heißt personenbedingt, zumindest so, wie ich es interpretiere. Ja, Arbeitslosengeld ist gehandhabt, wieso auch, habe nachgefragt, ja, ist auch gehandhabt. Gut, also wenn es wohl so bei euch ist, dann ist es wohl so. Wir haben noch genau 1 Minute 46 Sekunden. Ich gehe auf eine Frage ein. Im Endeffekt dürfen dann Ungeimpfte arbeiten, weil jedes Pflegeheim auf Kante arbeitet. Puh, das wird aber wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, für den Arbeitgeber die Not nachzuweisen.
Also, das sehe ich ein bisschen kritisch. Leute, ich habe noch genau 1 bis 3 Sekunden, ich will das Video hochladen. Ich danke euch für das sehr, sehr rege Einschalten. War ein Hammer-Livestream gewesen. Ich wünsche euch schon mal vorab allen gesunde, glückliche Weihnachten euren Familien. Bleibt gesund, wir schreiben uns und hören uns. Eine gesunde Zeit euch allen. Hat richtig Spaß gemacht. Bis bald, euer Gucci Denkaya. Ciao, fiert's euch.